So, willkommen zurück bei Floyd und dem Abschluss, dem hoffentlichen Abschluss der zweiten CD. Wir haben alles das, was wir benötigen, um Grüße, hier Genosse. Do-it-yourself-Dingsterbums zu bauen. Eine Energiequelle, Relais, Energiesammelkristalllinse, eine erhöhte Stelle und den technischen Schnickschnack. Ja, vielleicht kann es der eine oder andere sich schon denken. Wo ist viel technischer Schnickschnack verbaut? Genau. Und für die Leute, die es immer noch nicht wissen, die müssen sich jetzt noch eine Minute oder anderthalb gedulden, bis Floyd sich entschlossen hat, seine Beine in die Hand zu nehmen, den Berg zu ersteigen. Und dann, ja, endlich mal hier, ne, von dem Kackplaneten zu verschwinden. Und ich freue mich so auf Metro Prime. Endlich wieder Zivilisation und Moderne und Spielhallen. Hey. Ja, genau. Und Floyd geht irgendwie ganz lässig. Also wenn er immer noch Charisma X. Apropos Charisma. Ach, scheiße, wir haben die Charisma X-Pillen ja gar nicht mehr. Scheiße. Schade. Ich glaube, die wären ganz gut angekommen in. Oder auf Cygnus Alpha. Das glaube ich, denke ich, wäre. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Floyd, geh hoch. So, Bergspitze. Und da oben steht schon dieses komische Tentakelwesen mit acht Beinen. Und ich hoffe nur, dass wir das alles zeitlich schaffen. Dass wir das wirklich in drei Parts kriegen. Ach, lauf, lauf, lauf. Lauf. Okay, Leute, ihr habt es fast geschafft, hier diese komischen Stellen zu überbrücken, wenn ihr nicht schon lange vorgespult habt. Also wenn ihr das hört, was ich gerade sage, dann habt ihr nicht vorgespult. Oder ihr habt vorgespult und seid genau an dieser Stelle gelandet. Ja, okay. Grüße, Grüße, Genosse. Genosse. So, wir geben jetzt die Sammelkristalllinse ab. Schönes Geschenk für jedes Tentakelwesen, was eigentlich eine Frau war. Da hast du ein Kristall. Genau. Kannst du runtergucken. Grüße, Genosse. Das Relais, das uns von Bürger und Söhne komischerweise kostenlos geliefert wurde. Und Grüße, Genosse. die Energiequelle. Vielleicht können wir auch das Gottkostüm noch abgeben. Mal schauen. So. Und jetzt hört ihr. Erstmal nichts. Du willst, dass ich irgendwas hole? Ich soll Sam holen? Ich werde ihn herrufen. Sam? Du kannst mich foltern, so viel du willst. Ich weiß gar nichts. Foltern? Keine üble Idee. Im Ernst, ich weiß nichts. Das ist mir im Prinzip egal. Ich foltere dich trotzdem. Ich liebe Sam. Sam? Ja, Sir. Komm rauf, wir brauchen dich hier. Ja, Sir. Ich komme, sobald ich kann, Sir. Jetzt, was machst du überhaupt da unten? Nichts, Sir. Was soll ich mit dem Gefangenen machen, Sir? Lass ihn da. Da kann er ja nichts anstellen. Verstanden, Sir. Verflixt. Hab ich doch glatt das Dynamit neben dem Brenner liegen lassen. Sowas kann auch mal passieren. Sir, was war das gerade für eine Explosion? Explosion, Sir? Oh, vergiss es. Komm her, wir müssen dich anschließen. Da haben wir auch unseren üblichen technischen Krimskrams. Ich muss ganz entschieden und mit Nachdruck protestieren, Sir. Es ist degradierend und demütigend, als provisorisches Senderrelais benutzt zu werden. Wer hat denn was von provisorisch gesagt? Wenn die anderen 13er das hören. Wir sind soweit? Na gut, dann doch. Hoffentlich hört das einer. Du hast gut reden. Ich denke, wir sollten. Was? Ist das unser Taxi? Ein Konzern-Shuttle. Klasse A.
Oh, nicht gut. Ungünstig, wirklich. Wenn ich in einem Stück wäre, hätte ich das Ding wohl vom Himmel schießen können. Was machen wir denn jetzt? So, und die ekelhafte Dolores ist wieder ganz offensichtlich ein Mensch. Und Floyd hat ihr in den Arsch gepackt. Habt ihr es gesehen? Puh, das war verflixt knapp. Komisches Gefühl. Mir fehlen die vielen Tentakel. Wie kommt's, dass ihr beide wieder normal seid? Der Teleporter hat unsere Moleküle umsortiert. Sam, checkt die Systeme. Systeme laufen turbogeil. Turbogeil, Sam? Jawohl, man. Megamäßig. So ein Thesaurus scheint einen kleinen Defekt zu haben. Was machen wir jetzt? Uns festhalten, würde ich sagen. Das Schiff bringt uns nach Metro Prime. Ich meine mit Sam. Nichts. Die 13er Reihe ist voller Bugs. Deswegen sind sie dem Konzern ja so nützlich. Wenn du jemanden beseitigen willst und es fällt auf, schiebst du es einfach auf einen Defekt. Aha, wie gerissen. Zumal Beschwerden über mangelhafte Konzernprodukte Verrat sind. Was ist das? Der Antrieb. Ich schätze, die Reise geht jetzt los. Na, die Stelle kennen wir doch, oder? Vielleicht ist keiner da. Seltsam. Offenbar hat der Konzern unser Büro entdeckt. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Sam, bleib oben und halt Wache, okay? Ja, Ma'am. Was soll ich tun, wenn jemand kommt, Ma'am? Frag ihn, was er will und dann knall ihn ab. Es ist mir ein Vergnügen. Und das meine ich ernst. Hey, und wenn ein unschuldiger Bürger vorbeikommt? Im Moment können wir nicht vorsichtig genug sein. Was machst du da? Ich suche nach etwas. Kann ich irgendwas tun? Nein. Halt! Wer da? Was gibt's, Blechdose? Digitaler Knall oder was? Hey, das klingt nach Arnold. Wer? Er ist einer von uns. Du meinst, er war einer von euch? Wer hat denn den irren Droiden da draußen postiert? Grüße, Arnold. Grüße, Thatcher. Würde mir vielleicht jemand mal sagen, was hier los ist? Was? Warum bist du voller Löcher? Hä? Oh, euer Roboter war etwas übereifrig. Er hat dich zersiebt mit einem... Maschinengewehr, glaube ich. Oder war's die Automatik? Und du bewegst dich noch, redest und so? Floyd! Ja, Liebes? Er ist ein Simuloid. Nochmal? Simuloid! Das Ergebnis eines Konzernexperiments zur Schaffung einer Herrenrasse. Er besteht aus flüssigem Verbundmetall. Flüssiges Verbundmetall? Zeig es ihm, ja? Ja, zeig es mir, ja? Willst du mal die Partynummer sehen? Ja. Es ist schwer, die Form bald zu halten. Das ist toll. Nur eine Frage noch. Wer ist Thatcher? Mein Codename. Das ist sicherer. Oh, aha. Warum hab ich keinen? Sei mal ruhig. Was ist passiert, Genosse? Was ist mit Sam? Ich muss seine Personality-Karte entfernen. Er wollte mich nicht reinlassen. Schon gut. Wo sind die anderen? Warum heißt er denn Arnold? Floyd, hältst du einen Moment die Klappe? Meine Adduktoren sind sehr kräftig. Und warum heißt sie Thatcher? Floyd! Ja? Was machst du? Oh, was war das? Ich. Tut mir leid, aber du hast extrem gestört. Wir haben ein Problem. Ja? Die Freiheitskämpfer sind gefangen genommen und nach Cygnus Alpha gebracht worden. Wir brauchen dich, um sie zu retten. Oh, du bist eine ganz eiserne, was?
Nichts mit, wie geht's dir, Floyd, oder so. Weißt du, wie auch immer du heißt, mein Kopf tut höllisch weh, so. Bitte, wir haben ganz andere Sorgen als deinen Kopf. Du hast andere Sorgen als meinen Kopf. Wir müssen den Gefängnisbus abfangen, bevor er ankommt. Ich dachte, es wäre so simpel, von Cygnus Alpha zu fliehen. Hast du einen Wagen mit Hyperantrieb? Nein. Dann besorg uns einen. Ich muss Sam reparieren, also komm mich abholen, wenn du soweit bist. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum niemand die Rebellen mag. Gehst du jetzt oder nicht? Ja, doch, toll. Rent-A-Dad. Nehmt Floyd, der macht das schon. Schau an. Du entwickelst dir echten Zynismus. Langsam klingst du wie ein richtiges lebendes Wesen. Wahrscheinlich steckt in jedem Bürger ein Genosse, der irgendwann raus will. Okay, cool. Wir mussten doch nicht schneiden. Okay, wir sind bei knapp 11 Minuten. Wir können uns hier mal umschauen. Weil großartig jetzt noch was anzufangen. Wir schauen jetzt erstmal. Hier hängt eine rosa Uniform für weibliche Bürger. Ja, dann nimm die doch. So. Grüße, Genosse. Vor allem Uniform. Och nö, ich in dem Fummel? Das würde Mami den Rest geben. Du ekelhafter. Die Titelstory handelt vom Rebellenangriff auf die Zentralkontrolle. Der Rest ist Werbung und Propaganda. Ja, ist doch auch mal schön. Gut. Viel mehr scheint es ja auch gar nicht zu geben. Okay, Leute, pass auf. Pass auf, du Leute. Mensch. Okay, ich versuche mich nochmal zu fangen und werde meinem Duden nachschlagen nach so Fremdwörtern wie ich und versuchen, damit ich die demnächst auch in einem Satz richtig verwenden kann. Ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt und lade die drei Teile schon mal hoch, dann könnt ihr schon mal was gucken und dann mache ich nachher noch welche und dann habt ihr noch mehr zu gucken und so weiter und so fort. Also Leute, sorry nochmal für die lange Abstinenz von einer Woche, aber jetzt, wie gesagt, kurzer Schnitt und bis später. Tschüssi!